Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Literaturhaus Berlin. Ich bin Jannika Gelinek und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Juri Andruchowitsch war in den letzten beiden Jahren 5-mal bei uns, allerdings fast nie hier auf der Bühne, sondern immer digital. Er hat seinen letzten Roman, Die Lieblinge der Justiz, als einer der allerersten Autoren bei uns im Digitalprogramm vorgestellt. Wenn Sie mal in die Steinzeit des Streamings zurückgehen wollen, dann gucken Sie auf unserem YouTube-Kanal. Er war sofort so sportlich und hat gesagt, ja klar, mache ich das. Und das ist bis heute zu sehen. Er war bei der Brücke aus Papier, einem deutsch-ukrainischen Autorenaustausch, auch da digital. Er war bei unserem Europatag am 5. Mai, wo wir über Krieg und Frieden und Europa gesprochen haben. Und gestern erst konnte er sich schon mal wieder an die Bühne gewöhnen bei der Verleihung des Drahomann-Preises für Übersetzung aus dem Ukrainischen. Und das ist nur seine Biografie bei uns im Haus. Wenn Sie sich einen kleinen Spaß machen wollen, dann geben Sie einfach mal Juri Andruchowitsch in die Suchmaske des Deutschlandfunks ein. Und dann sehen Sie nicht nur, dass er im Büchermarkt natürlich war und bei Lesart, sondern auch bei Essay und Diskurs, bei Kulturfragen, im Studio 9, bei Zeitfragen heute und natürlich bei Information und Musik. Und damit sind wir sozusagen beim heutigen Abend, der mit dieser Vielfältigkeit dem Deutschlandfunk und einem seiner Moderatoren, Jörg Plath, der heute Abend auch hier ist, und natürlich bei der strahlenden Protagonistin des heutigen Abends, dem Radio. Wir lauschen jetzt gewissermaßen zum Einstimmen den Stimmen von Juri Andruchowitsch und Jörg Plath, lauschen auch Musik und dann gehen Sie nach Hause, natürlich nicht ohne einen Stopp am Büchertisch eingelegt zu haben, und drehen das Radio an. Ich wünsche Ihnen jetzt also einen sehr schönen Abend und dann eine wunderbare Nacht. Viel Vergnügen. Ja, einen schönen guten Abend auch von uns. Ja, guten Abend. Juri Andruchowitsch, Sie sind seit gestern hier, haben Sie mir eben gesagt, wir kamen natürlich gleich. Seit vorgestern. Gestern waren Sie auch schon hier, genau, seit vorgestern. Und natürlich kamen wir gleich auf die Situation in der Ukraine zu sprechen. Sie sind jetzt ausgereist für die Frankfurter Buchmesse für einige Lesungen und Diskussionen und von einigen Auftritten von Ihnen haben wir ja schon gehört. Jetzt ist die Situation ja im Augenblick mal wieder sehr angespannt, weil Drohnenangriffe geflogen werden, auch auf Ihre Stadt Ivano-Frankivsk. Wie war das für Sie, jetzt loszufahren und dort alles zurückzulassen, auch Ihre Nächsten? Ja, die Situation wurde dramatisch geändert seit, glaube ich, vorletzten Montag, also seit 10. glaube ich, seit 10. Oktober, diese Drohnen, die Raketenabschüsse, die es früher gab, aber die Drohnen, die sind sozusagen im schlechten Sinne Game Changer jetzt. Aber ich bin sicher, das hilft dem Aggressor nicht zu viel. Am 10. Oktober gab es auch eine Attacke mit Raketen auf die Gegend, wo in der Nähe von meiner Stadt. Aber man berichtete danach in Medien, in westlichen Medien, dass das eine Attacke auf die Stadt Ivano-Frankivsk unter anderen Städten war. Das ist nicht ganz so. Das war eine Attacke auf ein großes Kraftwerk, das ungefähr 40 Kilometer von der Stadt entfernt ist. Und das Kraftwerk ist insofern wichtig,
es produzierte auch viel Energie für Export. Ja, also die Ukraine hat die Energie zum Beispiel nach Polen exportiert und dieses Kraftwerk hat viel dazu beigetragen. In dem Moment hat die Regierung entschieden, dass sie das irgendwie diese Exportlinie, Exporteinrichtung einfach aufhalten müssen. Die anderen Städte, ja, vor allem die Hauptstadt natürlich, wieder attackiert. Und das war zum ersten Mal, glaube ich, nach längerer Zeit. Mhm. Und außerdem gibt es natürlich die Städte, die ganz nah an der Frontlinie sind oder an der russischen Grenze, wie Kharkiv, wie Mykolaiv, Saporizhia, das sind die Städte, die schon seit längerer Zeit ständig abgeschossen sind. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Das war für mich eine unruhige Stunde für diese Reise, aber andererseits, wenn ich dort bleibe, kann ich diese Drohnen oder Raketen nicht stoppen oder irgendwie vernichten. Vielleicht mache ich das, was ich kann machen. Zum Beispiel, ich kann jetzt hier sein. Ich habe eine längere Lesereise in Deutschland, fast 3 Wochen lang. Und ich besuche 12 Städte, also vielleicht kann ich auch das machen, dass ich darüber etwas mehr erzähle. Mhm. Mhm. Die Ukraine wird auch ein wichtiges Thema natürlich auf der Frankfurter Buchmesse sein. Es sind viele Autoren, glaube ich, da, es sind Verleger auch da, es ist auch die Frau des Präsidenten. Ja. Und wenn ich noch dazu was hinzufügen darf, also das ist nicht nur meine Beobachtung, aber das ist wahrscheinlich einer der Punkte dieses Krieges, dass über die Gefahr und die Bedrohung ziemlich viel so einfach Geografie entscheidet. Also die geografische Lage des Ortes. Und unsere Stadt liegt ziemlich weit von russischer Grenze entfernt und auch von der Frontlinie. Und wir hatten die ersten Raketenattacken im Laufe der ersten Woche des Krieges. Mhm. Das ist bisschen lustig, also die Raketen wurden immer auf unseren Flughafen gezielt und die haben diesen Flughafen fast vernichtet, aber das kommt von der verrückten Idee, Putins Idee, dass es in unserer Stadt einen nagelneuen Flughafen gab, die Amerikaner gebaut haben, speziell für die NATO-Streitkräfte. Er hat in seiner absolut blöder Rede am Vortag des Krieges unter anderen Städte auch Ivano-Frankivsk erwähnt, als eine Stadt mit neuem amerikanischen Flughafen, der sozusagen parat ist, schon absolut fertig steht für eine NATO-Invasion, was absolute Lüge war. Wir hatten so einen kleinen, alten sowjetischen Flughafen, sehr, sehr, sehr alt, sozusagen altmodisch. Und wir hatten also viele Gründe zum Lachen, als wir das besprochen haben, wo endlich sind die Amerikaner
die für uns diesen Flughafen, wo ist der Flughafen selbst? Ja? Ich will einen amerikanischen Flughafen hier. Ja. Und ja, aber es gibt viele Sachen, die ein Zeugnis bringen, dass diese Geheimdienste, die Aufklärung Russlands, die haben sehr, sehr, sehr viel sozusagen erfunden und das alles auf Putins Tisch gelegen. Und er glaubt das und das ist manchmal absurd, surrealistisch. Es gibt zwei Städte in der Ukraine, die noch ein bisschen weiter von Russland entfernt sind, und zwar Uschhorod. Diese Stadt liegt in Transkarpatien, und Tschernowitz, die wir besser kennen. Also die wurden nie, keinmal betroffen. Mhm. Und die Regionen auch. Und bei uns scherzt man darüber, dass über Uschhorod hat Orban gebeten. Er will das zurück nach Ungarn bekommen, deswegen braucht er diese Stadt irgendwie mit keiner Zerstörung zu haben. Und über Tschernowitz weiß man im Kreml einfach nicht, dass das die Ukraine ist. Sie haben jetzt habe ich das ja. Geheimnis irgendwie verraten. Und schade, leider. Wenn Tschernowitz morgen eine Attacke bekommt, dann ist das meine Schuld. Nein, ich will das nicht. Gleichwohl, auch wenn nur zu Anfang und jetzt wieder die Drohnen auf Ivano-Frankivsk gefallen sind, gleichwohl gilt ja überall in der Ukraine das Kriegsrecht. Sie haben eben erzählt davon, dass auch es Vorschriften gibt für die Orte, an denen Kulturveranstaltungen stattfinden. Sie haben sich ja eingesetzt mit Ihren Kontakten auch für Hilfslieferungen. Sie haben sie besorgt und auch verteilt. Und Sie haben eben auch erzählt, Sie machen auch Kulturveranstaltungen in einem Ort namens Vagabondo. Also ich war in dem Fall mit Hilfe, mit humanitärer Hilfe, mit medizinischen Mitteln, war ich nur so ein Vermittler, der die deutschen Kontakte auch benutzt hat, aber nicht so unmittelbar in diesen Prozess involviert. Aber ja, das war rein zufällig, dass wir mit meinem guten Freund und Nachbarn 2019 einen Kellerraum eröffnet haben. Wir haben das sozusagen privat auf unsere Kosten gekauft und wir haben dort so einen Kulturraum gegründet mit dem Namen Vagabundo. Und wir machen verschiedene Veranstaltungen dort. Das ist so ein Saal, so groß wie zum Beispiel dieser. Also wir können schon Lesungen machen. Wir machen manchmal kleine Theatervorstellungen, kleine Konzerte. Natürlich die bildende Kunst kommt dazu und die Filme manchmal. Und in diesem Moment, seit dem Krieg angefangen hat, zeigte es sich auch, dass das ein echter Versteck ist, also gegen die Bomben zum Beispiel oder Abschüsse. Wir müssen nicht die Veranstaltung unterbrechen während des Luftalarms, weil wir so klassisch als ein Versteck wirken können, weil wir zwei Eingänge haben, die gleichzeitig Ausgänge sind. Und das ist so eine Regel, die ich erst in dieser Zeit erfahren habe, dass ein echtes Versteck diese zwei Varianten haben muss. Das Leben, das kulturelle Leben wurde wirklich viel, viel aktiver
bei uns als vor dem Krieg. Auch die Philharmonie kommt zu uns mit der Bitte, kleine Konzerte bei uns zu spielen. Natürlich kein Symphonikum kann dort spielen, aber die Solisten, also bis zu einem Quartett geht das noch sehr gut. Und ja, das, der Name Vagabundo hat plötzlich absolut anderen Sinn bekommen, weil wir sehr, sehr, sehr viele Neuankömmlinge, also die Flüchtlinge dort in diesem Raum als Gäste begrüßt haben. Von dem Anfang an gab es bei uns sehr viele Initiativen, wie zum Beispiel psychologische Hilfe für die Kinder, die mit ihren Familien geflüchtet sind, oder wir haben einfach dort auch verschiedenste kulturelle Projekte gemacht, die schon von diesen neuen Flüchtlingen initiiert wurden, weil unter ihnen sehr viele Künstler sind aus anderen Städten, die für sich Ivano-Frankivsk jetzt als, ich würde nicht sagen, zweite Heimat gefunden haben, aber schon für längere Zeit dort geblieben sind. Und sie haben die Kultur der Stadt, das kulturelle Panorama bereichert, ja, wirklich bereichert. Ich habe ja bei dem Titel Vagabondo natürlich an Ihr vorletztes Buch gedacht, über das letzte sprechen wir gleich. Die Lieblinge der Justiz, da gibt es einen Zirkus Vagabondo, ja. Der zieht durch alle Geschichten hindurch. Und natürlich wollte ich Sie damals auch schon fragen, ob das eigentlich eine Idee war, die Sie mit Jachim Topol, dem Tschechen, geteilt haben. Denn der hat sogar in zwei Büchern solch einen Zirkus durch die Lande geschickt. Aber jetzt heißt Vagabondo auch noch der Veranstaltungsraum in Ivano-Frankivsk. Muss ich gestehen, dass ich wiederhole ziemlich oft, dass Jachim Topol einer der besten Freunde von mir ist, einer der engsten, aber diese Bücher von ihm kenne ich nicht. Gut. Also das war wahrscheinlich nie in irgendwelcher Sprache übersetzt, auf der ich lesen kann. Ja. Obwohl, das musste auf Polnisch sein, aber das habe ich dann irgendwie verpasst. Und vielen Dank, das werde ich jetzt finden. Ich kann leider auf Tschechisch, also im Original kann ich das nicht lesen, aber es gibt wahrscheinlich auf Deutsch. Auch, ja, auf Deutsch gibt es das, ja. Sonst kann ich es auch leider nicht lesen. Wir sprechen ja heute Abend über Ihren neuen Roman, neu übersetzt auf Deutsch, von Sabine Stöhr, Radionacht, 2020 in der Ukraine erschienen. Darin gibt es eine Passage über den Nachfolger des vorletzten Diktators Europa. Und es heißt etwas abfällig, das sei ein Komiker. Und man denkt natürlich sofort an den jetzigen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wenn das zutrifft, wenn meine Vermutung richtig ist, wenn der Komiker dieser Komiker, ehemaliger Komiker ist und jetziger Präsident, würden Sie diese Passage heute immer noch so schreiben wie 2020? Abfällig? Dieses Buch ist geschrieben. Ich kann das nicht beantworten, wie ich das heute schreiben würde. Aber einigermaßen haben Sie recht, da gab es eine Anspielung an diese Figur. Aber wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ich habe hier auch so eine, erlauben Sie mir das Wort, Strategie für diesen Roman, dass ich keine direkte Zeichen von der konkreten Land, von meinem Land, der Ukraine, hier zeige. Also das ist ein irgendwelches Land, das nie benannt wurde. Es ist ganz klar, dass das ein wahrscheinlich ein post-sowjetisches Land ist, zumindest in Osteuropa. Und ja, das ist nicht so ein untypischer Fall mit einem
mit einem Ex-Komiker, die dann zu einem Politiker wird. Wir hatten ja auch einen Komiker vor ein paar Jahren in Slowenien. Ja, das war, ja. Das war ein Fall mit solchem anderen Politiker. Und ich schrieb diese Kapitel gerade 2019, als Volodymyr Zelensky die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Und ich war unter einem großen Eindruck von seinem Sieg. Und ich war natürlich absolut kritisch an seiner Persönlichkeit. Vielleicht gibt es hier eine Anspielung an die, weil er auch irgendwie einer der Söhne von diesem vorletzten Diktator ist. Mhm. Da gibt es auch solche Linie. Und das war vielleicht ein bisschen mit der Tatsache verbunden, dass Zelensky als ein Komiker, als ein populärster Komiker in unserem Land, dass er ziemlich oft in dieser Gesellschaft des Präsidenten Janukowitsch aufgetreten hat. Er war so ein Entertainer von damaliger Elite. Also in diesem Sinne ein bisschen der uneheliche Sohn. Ja, also, aber natürlich, wir sind in der Ukraine, also ich meine jetzt die Leute, die absolut kritisch an Zelensky waren und längere Zeit so auch blieben, bis 24. Februar eigentlich, dass wir alle jetzt einig sind, dass er absolut richtiger Präsident heute ist. Und wir sind für diesen Präsidenten, wir stehen für ihn. Und ich bin fast sicher, nach dem Krieg kommen die nächsten Wahlen und wahrscheinlich ich werde für ihn stimmen. Das ist für mich auch als für einen Schriftsteller eine unglaublich interessante Evolution. Mhm. Er kann so eine wirklich eine hervorragende Hauptfigur für einen Roman sein. Es gibt natürlich schon zahlreiche Biografien von ihm, die heute in allen Sprachen herausgegeben werden. Aber das würde ich nicht lesen. Ja, so eine andere Geburt, ich weiß nicht, wie kann man das noch beschreiben? Eine neue Geburt. Neue Geburt, ja. Und jetzt dürfen Sie sich freuen, wir hören etwas Musik und ich erzähle Ihnen gleich, warum wir diese Musik hören. Das hängt mit dem Roman zusammen, der einen kleinen QR-Code hat und dieser QR-Code leitet Sie dann auf eine Seite bei YouTube. Es gibt eine Playlist zu dem Roman. Lubomir Melnyk, ein ukrainisch-kanadischer Pianist und Komponist, der schnellste Pianist der Welt, wird ihm immer nachgesagt. Er spielt es nicht so schnell, wie Sie vielleicht nach dieser Charakterisierung. Dieses Stück ist nicht so schnell, wie er kann. Aber das ist für mich auch eine sehr, sehr lustige Sache. Also vor dem Krieg war er immer öfter und öfter in der Ukraine mit seinen Konzerten. Und da stand immer auf der Werbung, der schnellste Pianist der Welt, ja, als ob das die Hauptqualität wäre, ja, so ein Zirkusnummer, der schnellste Pianist.
die erste Musik, die die Hauptperson dieses Romans, Josef Brodsky, worin Sie Josef Roth hören können und vielleicht Josef Brodsky, das wird auch im Roman erwähnt, in der Radionacht eben um 0 Uhr am 13. Dezember, einem Freitag ohne Jahr, ankündigt. Also ein Night Talker, der verspricht, unsere Nacht mit Schlaflosigkeit zu füllen, mit Geschichten, mit einem Gedicht, sogar mit mehreren Gedichten, glaube ich, aber einem von Bertolt Brecht, und mit Musik. Und das ist die erste Musik. Dieser Mann, Josef Brodsky, ist auf einer Insel ohne Namen. Er ist auf dem Nullmeridian, weshalb eben Greenwich-Zeit gilt. Und vor allen Dingen ist er, glaube ich, zwischen Ost und West. Das ist, glaube ich, entscheidend. Dabei, er blickt nach Osten wie nach Westen. Er kann sagen, wo sind seine Hörer. Er hat offenbar so ein Leuchtglobus vor sich. Er ist ein alternder oder gealterter Rockstar, muss man sagen. Ja. Er hat in verschiedenen Gruppen gespielt, aber in einer Gruppe, die heißt Tahabat, die heißt auch mal anders Tahabat, aber vor allen Dingen Tahabat. Und er stellt aber keine Musik von dieser Gruppe vor, sondern unter anderem Musik von David Bowie. Ja, das war so eine, die waren alle so solche Pechvögel, diese Gruppe, wo er spielte. Ja. Und es gibt keine Aufnahmen bis heute. Ja. Die haben alles verloren, was es gab. Also ganz der Zeit anheimgegeben und damit auch der Vergänglichkeit. Aber anders ist es eben zum Glück bei David Bowie oder bei den Stones oder auch bei unbekannteren Gruppen und Künstlern, die ich nicht kannte, wie Pathos aus Schweden oder Nils Frahm, den kennt man vielleicht noch, weil er aus Deutschland stammt, oder Capido aus Polen. Cabido. Und wir werden im Laufe des Gesprächs noch ein paar kurze Auszüge hören. 4 insgesamt sind es. Und mich hat ein bisschen gewundert, dieser Mann ist ja nun, glaube ich, knapp 70, als er... Nein, jung, ja. 69 habe ich gelesen. Also über 60. Nein, nein. Das ist ein Missverständnis, das treffe ich schon zum zweiten Mal. Ach ja? Nein, 69 ist die Pose in Sex, nicht sein Alter. Als er 69... Das ist die Stellung, ah ja. Also er ist ein ehemaliger Pornodarsteller. Und er kann, aber er ist noch jung genug, um die Stellung 69 auszuführen. Genau. Ja. Also. Er ist zu Anfang... Er ist, sagen wir, 61. So. Oh, okay. Also dann ist er zu Anfang des Romans in den 40ern. Es wird relativ viel von ihm erzählt. Und einmal sagt er, die beste Musik ist doch die Musik aus den 70ern. Und dann habe ich mich gewundert und geguckt, wie ist denn diese Playlist aufgebaut? Und das sind ja fast alles jüngere Stücke. Sind die nur letzten am Anfang ein bisschen. Aber 2015 ist Melnik. Außer Lubomir Melnik, aber dann kommt ganz alte Song von Elton John, seit 74. Dann Procol Harum, auch so ungefähr 74. Stones ist älter, Bowie ist auch älter, also 80er. David Bowie von 70er Jahren mit 70er. Wild is the Wind. Ah, okay. Also diese Playlist können Sie sich anhören. Und dann gibt es noch einen zweiten Erzähler. Dann bricht dieser Roman ab, wenn die Musik läuft, die Sie ja im Roman noch nicht hören können, sondern nur mit dem Smartphone oder mit dem Computer dann hören können gleichzeitig. Dann beginnt ein Biograf zu erzählen. Und wir haben hier im Buch diesen QR-Code und Sie bekommen dann den Zugang zur Playlist. Und alle diese musikalischen Stücke, die von Brodsky hier erwähnt sind, Sie können dann in dieser Reihenfolge hören, die er für Sie gebaut hat. Mhm. Und natürlich denkt man sofort auch, dieser Autor hat ja selbst auch auf der Bühne performt und tut es, glaube ich, immer noch. Er hat nicht nur das haben Sie vielleicht schon mal gelesen, weil das auch so lustig klingt im Deutschen und vermutlich im Ukrainischen genauso, in der Gruppe Burlesque Balagan Buffonada gespielt und hat dort riesige, mit seinen Freunden riesige Hallen gefüllt.
Er hat auch danach in anderen Gruppen gespielt. Wir werden am Ende auch noch etwas hören von ihm gesungen. Und Sie werden, ich habe ihn nicht erkannt jedenfalls, vielleicht werden ihn vielleicht auch nicht erkennen. er ist Performance-Künstler. Er ist auch selbst, muss ich sagen, ein Musiker und ein Rockstar. Sie kennen natürlich seine Bücher, also Karpatenkarneval oder Perversion oder 12 Ringe oder was auch schon erwähnt wurde, die Lieblinge der Justiz. Und bei den Büchern geht es einem so wie bei diesem Buch hier, wenn Sie versuchen, das nachzuerzählen, dann haben Sie entweder ein sehr langes Gespräch mit aberwitzigen Wendungen und können demjenigen, dem Sie das erklären wollen, nicht so recht erklären, wie denn das gemacht wird, wie denn das zusammenhängt, weil es wirklich äußerst pittoreske und äußerst erstaunliche Wolken sind. Und dann gibt es auch noch Essays von ihm, denn er ist der Mann, der eigentlich die Ukraine hier bekannt gemacht hat, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, durch Essaybände vor allen Dingen, Mein Europa und Das letzte Territorium, das auch zurückgeht auf die galizische Geschichte der Westukraine. Sie wissen natürlich, dass er auch den Preis für die Preis der Leipziger Buchmesse für europäische Verständigung erhalten hat, wo Sie sich sehr deutlich verbittert geäußert haben über die Aussage des Kommissars Verheugen, dass es keine weitere Aufnahme einer ehemaligen Sowjetrepublik in die EU geben kann. Und da kam eigentlich nur ein Land in Frage und das war die Ukraine. Er war zugleich auch natürlich aktiv in der Orangenrevolution und dann 2014 auf dem Maidan. Und er hat zuletzt auch in einem Interview versichert, dass er, wenn es nötig ist, auch als Partisan kämpfen würde in der Heimat. Dieses Buch ist eben 2020 erschienen, Sie haben es 2019 geschrieben und darin geht es im Kern darum, dass diese Hauptfigur Josef Brodsky gegen den vorletzten Diktator Europas, heißt es, kämpft in seinem Land, das auch ungenannt bleibt, ähnlich wie die Hauptstadt ungenannt bleibt. Sie haben es ja eben erwähnt. Und er muss dann fliehen, weil er tatsächlich durch ein Attentat auf ihn diesen Diktator, den vorletzten, man muss sagen, fast zufällig umbringt. Man will ihn als Unkraut vernichten. Jetzt frage ich mich, hätte es eigentlich für Sie der Orangenenrevolution oder auch der Maidan-Revolution überhaupt bedurft, um von Josef Brodsky zu erzählen? Oder? Ja, das sind die Episoden meines Lebens. Ohne die wahrscheinlich konnte ich so ein Buch nicht schreiben, so einen Roman. Aber ich musste ein bisschen unterschiedliche, andere Situationen finden, als wir in der Ukraine nach dem zweiten Maidan hatten. Und zwar, unser Maidan war eigentlich erfolgreich, trotz diesem großen Menschenverlust, wo wir die erste himmlische 100 auf dem Platz verloren haben. Und das war eigentlich der Anfang des Krieges, den wir heute haben. Mhm. Nicht mal die Annexion auf der Krim, nicht mal die Invasion im Osten, in Donbass, sondern diese Erschießung der Protestierenden auf dem Maidan, das war eigentlich der Beginn des Krieges. Und aber trotzdem, der Diktator oder so ein potenzieller Diktator hat seine Macht in unserem Land verloren, was eigentlich ein glückliches Ende der Revolution bedeutete. Ich weiß nicht, wo wir heute wären, sollte Maidan verlieren und Janukowitsch, wahrscheinlich wäre wie Lukaschenko bis heute an der Macht und schon für ewig. Und das war für mich eine, als für den Autor des Buches, eine interessante Aufgabe, so in meiner Fantasie, mich eine Vorstellung zu machen, was wäre im Fall der Niederlage der Revolution.
Und nachdem ich schon Roman geschrieben habe, gab es im 2020 gab es Proteste in Belarus. Mhm. Und wir sehen schon, was bedeutet diese Niederlage der friedlichen Revolution in einem post-sowjetischen Land. Wir haben jetzt einfach eine absolut offene, tierische Diktatur in diesem Land. Also wir können uns auch vorstellen, dass dieses Rotskis Land, seine Heimat, so eher Belarus ist als die Ukraine. Mhm. Ja, und dann ist das schon logisch und verständlich, warum der Protagonist sein Land verlassen musste und warum er schon immer auf der Flucht ist. Jetzt habe ich eben schon gesagt, Sie kriegen wahnsinnige Schwierigkeiten, wenn Sie auch nur ein Buch, einen Roman von Juri Andruchowitsch nacherzählen wollen. Und ich habe die jetzt auch, die Schwierigkeiten. Denn dieser Rotzki erlebt wahnsinnig viel. Da ist Revolution, Aufstand, es gibt Gefängnis, aber in der Schweiz und nicht etwa in seinem eigenen Land. Es gibt Sex, reichlich ja, Sex. Ja, weil er seinen Totschlag in der Schweiz, wie heißt das, verübt hat. Oder verübt hat, begangen sagen hat. Wir. Ja. Begangen hat, ja. Ja. Mhm. Der Totschlag, der dann, der auf den Diktator zielte und den auch, obwohl es eine harmlose Handlung war, glücklicherweise erledigte durch einen Herzschaden. Das sind wahnsinnig viele Haken. Es springt auch zeitlich hin und her und vor und zurück mit eben dieser wilden Mischung aus Action und Crime und Politik und Verschwörung und okkulten Mächten. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre schön, wenn Sie mitmachen. Dann bin ich jedenfalls nicht aufgeschmissen jetzt. Ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie ergänzen ein bisschen mit dem, was Ihnen ad hoc aus dem Roman einfällt. Das wird nicht alles sein, das wird nur eine kleine Auswahl sein, aber Sie kriegen vielleicht einen Eindruck davon, was dort alles passiert. Wollen wir es so machen? Ja, wie kann ich jetzt absagen? Josef Brodsky ist ein Pianist der Revolution. Und? Nix. Ja, einverstanden. Ja. Und wie? Also dazu ist er so eine Art Magier der Revolution. Also so ist er wahrgenommen von den Protestierenden, weil sie beginnen zu glauben, dass solange wie er auf der Barrikaden die alten Klaviere spielt, diese ja. Instrumente, solange wird die Revolution erfolgreich sein. Nachdem er verschwindet, weil er von dem Geheimdienst angegriffen wurde für eine Neutralisierung, nachdem verliert die Revolution. Also das ist absolut richtig, was Sie sagen. Aber ich sollte das kurz beantworten, ja? Nicht kürzer als... Ja, dann haben wir mehr Tempo und kommen noch zu mehr Punkten, die mich erstaunt haben. Gefängnishaft in der Schweiz, haben Sie eben schon gesagt, wegen dieses Anschlags auf den Diktator mit Todesfolge, sagt man, glaube ich. Aber dort Freundschaft von Josef Brodsky mit einem reichen, sehr reichen und kranken Mann namens Jeffrey Subotnik. Subotnik ist ein Arbeitseinsatz am Sonntag. Also. Was ist mit Jeffrey Subotnik? Wie kommen die Männer zusammen? Ja, die Musik bringt sie zusammen eigentlich. Sie finden einander in einem Saal, also Schweizer Gefängnis hat verschiedene Sachen, die wir in den Gefängnissen in der Ukraine nicht haben, wie zum Beispiel Klaviere, ja, oder die Möglichkeit zu turnen oder die Möglichkeit zu schwimmen, die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob die Möglichkeit zu reiten dort auch vorhanden ist, aber Rotzki hat natürlich als Häftling, er hat dort seine musikalische Begabung ein bisschen benutzt und wurde zu einer Art Freund des Direktors
im Gefängnis. Und er hatte diese Möglichkeit, täglich ein paar Stunden Klavier zu spielen. Einmal kam dieser merkwürdige, kranke Amerikaner und er saß neben ihm und sie haben in vier Händen ein Stück von Prokol Harum gespielt. Und das war der Anfang der merkwürdigen Freundschaft, die eigentlich keine Freundschaft war. Aber ja, ich will nicht alles jetzt erzählen. Freundschaft ist ein Stichwort eigentlich für dieses Buch. Der Mann, der Protagonist, Josip Brodsky, spricht die ganze Zeit. Er hat irgendwie so einen Punkt, ist irgendwie sehr, sehr an diese Verhältnisse verbunden mit Vater versus Freund. Ja? Er beginnt, seine Nachtsendung beginnt mit einem Satz, wenn Gott unser Vater ist, dann ist der Teufel unser Busenfreund. Und in diesem Dreieck sozusagen, ist er immer auf der Suche nach einem Freund. Also eine der Varianten ist dieser Jeffrey, ja, der so reich ist, märchenhaft reich, weil er ja, ein großer Spieler in der finanziellen Welt ist. Ja. Ja, aber leider unheilbar krank und für den Fall, dass er ablebt, gibt es einen Deal zwischen den beiden. Das ist ein Teufelspakt, würde man denken, ohne Schwierigkeit. Und dieser Pakt ist seltsam. Der sagt, also wenn ich jetzt sterben sollte, dann kriegst du mein Vermögen und zahlst das bitte ein und behältst einen kleinen Teil. Der kleine Teil ist aber riesig. Zahlst den Rest dann ein auf eine auf ja, ein das Konto sind die Zinsen. Stiftung. Der bekommt einfach monatlich. Brodsky bekommt das monatlich, was er nie in seinem Leben verdient hat als Musiker. Aber er soll so ein Wärter sein von dieser Summe, von ganzer Summe. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn plötzlich hat er zwei Gruppen auf den Fersen, nämlich einmal die Leute von den Unkrautvernichtern, also die Leute vom Geheimdienst. Und einmal diejenigen Kriminellen, die nur das Geld haben wollen von ihm und wissen, dass er daran kann. Exil in einer irgendwo osteuropäischen Stadt namens Nashorn, wo Josip Brodsky im Club jeden Donnerstag Platten auflegt und offenbar schon für diese Radionacht übt, denn dort legt er auch schon sehr seltsame Platten auf. Es gibt einen großen Absatz mit Musikstilen quer durch die Botanik, muss man sagen. Ich kannte die Hälfte davon. Mhm. Sehr ungewöhnliches Programm. Was macht der in Nashorn sonst noch? Er lebt einfach und das ist natürlich sein Problem, dass er jetzt so viel Geld hat und gleichzeitig, dass er irgendwie unsichtbar sein muss. Ja. Wegen dieser Verfolgung von beiden Richtungen. Und er ist vor allem unglaublich einsam. Mhm. Und sein Leben hat er schon wahrscheinlich hinter sich. Er ist sehr melancholisch. Er ist irgendwie total vergessen, auch in diesem ganzen Milieu von seiner Landsleuten, die dort als Emigranten alle sind. Und ja, er weiß nicht, was weiter. Also er ist noch gesund und fit, um lang zu leben, weiter zu leben, aber was mit diesem Leben? Und er findet für sich diese musikalische Idee, dass er verschiedenste Anthologien jetzt sammelt, verschiedenste musikalischen Einrichtungen, Stile, er mischt das alles, weil er nicht mehr spielen kann. Er kann jetzt nur hören. Er war ein Musikant, er war jemand, der
ziemlich gut Klavierinstrumente gespielt hat, Tasteninstrumente, und jetzt kann er nur spielen, hören. Und diese Musik aus aller Zeiten irgendwie kombinieren. Warum er nicht mehr spielen kann, hören wir noch. Da gibt es eine kurze Lesung. Davor flieht er aus der Stadt Nashorn in das 15. Jahrhundert. Ja, okay. Flucht. Das hat sein anderer Freund, der heißt Meff, der hat ihm das ganz klar begründet, ganz klar, ganz richtig erklärt, dass da er verschwinden will, dann die beste Verschwindung, die beste Flucht ist nicht im Raum, sondern in der Zeit. Und er hat das für ihn und seine Freundin organisiert. Sie verschwinden im 15. Jahrhundert und dann kehren sie zurück, nachdem sie nachdem ihre Flucht erfolgreich war. Und sie haben die bestimmte Distanz an die Verfolger erreicht. Ja, vielleicht darf ich noch ein bisschen nachtragen. Also er flieht aus Nashorn in das 15. Jahrhundert und dann fliehen sie vor Nashörnern aus dem 15. Jahrhundert wieder zurück. Ja. Aber die echten Nashörner. Die echten Nashörner, ja genau. Ja, das andere ist ja nur eine Stadt. Gleichwohl hat es denselben Namen und nicht ganz zufällig. Zwei Punkte vielleicht noch. Es gibt eine große Liebe. Eigentlich gibt es zwei große Lieben. Die erste heißt Anita. Die hat ihn schon als Kind verehrt, weil sie ihn einmal gehört hat, und ist etwa 30 Jahre jünger als er. Und dann gibt es noch eine danach, die hat verschiedene Namen. Mit den Namen hat es übrigens Herr Andruchowitsch sehr. Er hat nie seinen Namen erfahren, eigentlich. Na, ja, sie hat sich ja vorgestellt. Also als ja, aber das ist ihr Login auf ihrer Mailadresse, Anime. Und Anime, ja. Was natürlich sie nach ist Anima für ihn Anime. Ja, was natürlich nach keine Anima. Keine Anima, aber Anima-Seele. Eher diese japanische Kultur von Zeichentrickfilmen. Sie ist eine Fan von dieser Kultur und sie hat für sich so ein Login ausgesucht, Anime. Sehr anspielungsreicher Name, auch große Liebe. Er ist ja immerhin ein altmodischer, patriarchalischer, melancholischer Sexist. So hat er sich selbst charakterisiert. Also mit dem Wort Sexist bin ich nicht einverstanden. Die aber steht im Buch. Ist es nur auf Deutsch im Buch? Ah, so. Also ich habe es nur zitiert. Ich glaube, er sagt das deswegen, weil er, auch wenn die Freundinnen immer sehr viel jünger sind. Wahrscheinlich, ja, er konnte das natürlich, er ist sehr, sehr, sehr selbstironisch. Ja. Der konnte so das formulieren, dass er ein Sexist ist, aber das stimmt nicht, finde ich. Ja, ich habe es auch nur als Selbstbegründung dafür gelesen, dass er es mit Minderjährigen nicht hat. Also seine Freunde sind alle wesentlich jünger, aber er ist sehr prinzipiell. Er ist sehr prinzipiell. Also sie sind alle volljährig. Also die beiden, jedenfalls die beiden großen Lieben. Die Träume auch, ja. Das ist eine kleine Auswahl nur von diesen sehr heterogenen Elementen. Hatten Sie je Schwierigkeiten, da vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen, von einem zum anderen? Oder war das, hat es sich ergeben beim Schreiben? Das war absolut leicht für mich. Also ich habe das mit größtem Vergnügen geschrieben. Und ich sah das alles irgendwie schon ein Jahr, vor dem ich das angefangen habe. Also ich brauchte 2 Jahre, um das Buch zu schreiben, aber das erste Jahr habe ich keinen Satz geschrieben, nur alles sozusagen für mich als ein Film
gedreht. Ja? Und, mhm. und diese Möglichkeiten mit das von einer Situation zu anderen zu überspringen und diese verschiedensten Gattungen zu mischen, das alles hatte ich schon irgendwie in meiner Vorstellung, wie dieses Buch sein sollte. Es gibt verschiedene Gattungen, es gibt verschiedene Textarten, es gibt ein Theaterstück, was integriert ist und wo auch die offenbar die beiden Hauptpersonen was zu tun haben mit Josef Brodsky und dem Geheimdienstchef. Darauf kommen wir vielleicht noch. Vielleicht hören wir kurz eine Passage. Sie haben eine Passage ausgewählt, in der Brodsky in Nashorn im Exil ist. Er hat sich gerade als guter Mensch gezeigt. Er hat nämlich ein junges Mädchen aus der Hand von Monstern und alten Vetteln befreit. Das ist die spätere Geliebte Amine oder Anime oder Anima, die aber zunächst eben die Verfolgerin von ihm ist und sein Zimmer durchsucht, seinen Computer durchsucht, bevor die beiden sich dann im Kampf näher kommen, weil er ja auf der Liste der Unkrautvernichter ist und weiß, dass er sich vorsehen muss, ist er sehr vorsichtig zunächst. Aber er läuft den Schergen dann doch direkt in die Hände und vielleicht hören wir kurz vorher noch einen kurzen Soundtrack, nämlich Klaus Nomi, Cold Song. Mhm. Gut für Winter. Wir sind noch ein bisschen in anderer Jahreszeit. Wir haben, glaube ich, noch den Edgar nicht erwähnt, aber ja. Er erscheint gleich hier in dieser Episode. Ja. Edgar, das ist der Name von einem Raben. Das ist der beste Freund von Brodsky, ein schwarzer Rabe, 200 Jahre alt, der zusammen mit Josef Brodsky lebt in seiner Wohnung. Einmal ist er irgendwie auf dem Spaziergang erschienen, auf Brodskys Spaziergang erschienen, und dann hat er seine Wohnung für sich ausgewählt. Aber zuerst diese Nachtprügelei, Brodskys Zug aus anderer Stadt, kommt ein bisschen spät in der Nacht und er muss von dem Bahnhof zu seiner Wohnung gehen und plötzlich treffen ihn unbekannte Leute. Also gab es mindestens noch einen, der ihn niedergeschlagen hatte. Vor ihm zwei und hinten der dritte. Der befand sich keinen Moment in Jos Blickfeld, als sei er der Chef der Operation oder die Kontrollinstanz. Und die zwei in den Strumpfmasken begannen den am Boden liegenden Jos gekonnt zu bearbeiten, mit den Füßen, versteht sich. Obwohl der Schlag auf den Kopf nachwirkte und zu teilweiser Verwirrung führte, reagierte Brodsky ebenfalls gekonnt, schützte seinen Kopf mit den Armen und zog die Beine an, um den Bauch und das, was darunter kam, zu decken. Und mehr noch, aus irgendwelchen Ecken seines Gedächtnisses presste er die Elton John'sche Phrase "Don't beat me, I'm only the piano player" hervor. Das rettete ihn irgendwie. Die Angreifer, lautlos und stumm, nahmen ihn sich noch ein paar Mal heftig vor, traten in die Rippen, den Ellenbogen, den Hintern, aber alles nicht tödlich, wenn auch schmerzhaft. Der ganze Angriff dauerte nicht länger als eine halbe Minute. Okay, 40 Sekunden. Nur 40 Sekunden eines so langen Lebens. Sie nahmen ihm nichts ab, raubten, stahlen nichts. Sie sollten ihn bloß verprügeln. Dann hörte Brodsky, wie sie sich entfernten, in den Van stiegen, die Türen zuknallten. Das Auto startete und fuhr auf den Liegenden zu, um es ihm noch einmal zu demonstrieren. Wenn wir dich schon nicht totgeschlagen haben, dann zerquetschen wir dich jetzt.
Rutzki aber war es bestimmt zu überleben. Doch was heißt hier, es war ihm bestimmt? Es war einfach nicht das, was sie wollten. Nachdem er frech einen halben Meter vor dem reglos daliegenden Körper abgebremst hatte, legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und der Van entfernte sich. Oder, wer konnte das wissen, er nahm einen neuen Anlauf. Zum Glück wurde die zweite Möglichkeit nicht realisiert. Der Van kroch rückwärts aus der Zirkus in die Haselhofgasse, wendete und fuhr davon. Vorbei am Polizeirevier, wo erwartbar kein Licht brannte, und der Johannes-Paul-Säule, wie unzählige Male davor. Nur, dass er diesmal die Beine kaum rühren konnte und sich mehrmals auf eine Bank setzen musste und warten, bis der Ohnmachtsanfall vorbei war. Daheim weckte Rotzki zuallererst Edgar. Vielmehr linste der bereits aus seiner Kiste hervor und betrachtete, ohne mit der Wimper zu zucken, den zerschlagenen Kumpel. »Was für eine Scheiße, Brüderchen«, sagte Rotzki vom Bad aus, wo er sich vor der Lampe ausgezogen hatte, sich wusch und die frischen Blutergüsse und Schürfwunden untersuchte. »Desinfizieren«, dachte Rotzki, »maximal desinfizieren. Nachher schaffst du es nicht mehr.« Edgar schwieg, obwohl er doch, der Hurensohn, ruhig etwas Aufmunterndes hätte von sich geben können. Zum Beispiel etwas wie, was für eine Scheiße. Da wäre ihm kein Zacken aus der Rabenkrone gefallen. Vielleicht aber schwieg er gar nicht, sondern krächzte schon sein 10. Nevermore. Nur, dass Rotzki es nicht hörte, schon nicht mehr hörte, weil es nämlich begonnen hatte. Der Lärm in seinen Ohren nahm zu. Keine Ozeanmuschel, lauter. Rotzki nannte es Wasserfälle des Teufels. Es hatte nach diesem blöden Sturz auf dem Festival begonnen, als ihn der Lockruf der Glühwürmchen fast umgebracht hätte. Rotzki erfuhr, dass es Tinnitus hieß, sich gekonnt und ausgefeilt das Gehör vornahm und es schleichend zerstörte. Besonders, wenn es sich um ein absolutes Gehör handelte. Dann war auch er, der Tinnitus, absolut. Das war der Herr Tinnitus im dunkelgrauen Mantel mit Schall und Zylinder, ein spitzohriger Dämon, Gehörhalluzinator aus dem Zelt für Taube. Glöckchen, Rasseln, Klaxonhupen, Kleppern, Telefongeräusche, das Rauschen gestörter Radiosender, raschelndes Schlangengleiten, dichte Monotonie von Moskitodivisionen, das Massenschilpen der Schrecken im Sommergras, Grillengezirp, das Knistern von Hochspannungsdrähten, Zikadengegeig, falsche Flöten und Tröten, einfache Pfeifen, Triller und Piccolos, plus ein unerträglich verstimmtes Kinderklavier, verführt von Amateurmaultrommeln. So begann es. Manchmal auch mit einem Bordun, den ein paar hundert georgische Chorsänger hielten, oder ein paar Dutzend weltberühmte Opernbässe oder Beelzebuben. Das nächste Stadium rollte als großes Wasser heran, als Regenwand, Sturzguss, Tosen von Bächen und Flüssen, stromschnellen Strömen und anschwellend von kleineren und größeren Wasserfällen, die teuflischen Niagara- und Victoria-Fälle, als Klappern von Wassermühlen, Pfeifen von tausend Muscheln
und Gesang von tausend Walen, als Möwen, Albatrosse, Sirenen und Malströme, Wüten von Wellenbrechern und Hochwassern, Brüllen von ausgemachten Stürmen und als finaler Tsunami des Weltozeans der Aufstieg, den Kopf zu sprengen. Aber all das, bis auf den Tsunami, konnte man unter Qualen, die Arme um den Kopf geschlungen und hin und her wippend wie bei Zahnweh, noch ertragen oder mit einem Keil echter Musik bekämpfen, wenn man über die Kopfhörer die volle Dezibelzahl aufnahm und das Übel mit Heavy Metal austrieb. Das Schlimmste war das letzte und höchste Stadium, Tinnitus Perfectus, wie es Rotzki bezeichnete. Das, was nach dem Tsunami eintrat. Besser gesagt, was im selben Moment eintrat und noch lange nach ihm weiterging. Ein Knirschen, beschrieb es Rotzki einmal einem Arzt. Das durchdringendste und lauteste Knirschen. Wie sollte man es noch beschreiben? Ein Knirschen und Wüten. Aber nicht mehr von dieser Welt. Ein kosmisches Industrial. Eine Audiohülle. Oder nein, zwei Lärmgranaten, die in den Ohren explodieren, wobei unklar bleibt, ob eine oder zwei pro Ohr. Noch dazu geht die Explosion nicht vorüber. Sie donnert viele Stunden am Stück und reißt den Schädel in Stücke. Irgendwann einmal wird sie ewig dauern. Vielen Dank. Ja, dieser Edgar, das wäre vermutlich in Punkzeiten doch eine Ratte gewesen, oder? Vielleicht, ja, vielleicht. Also eigentlich haben wir in ukrainischer Folklore eine ziemlich lange Tradition. Der Rabe ist eigentlich eine negative Vogelfigur sozusagen. Das ist ein Botschafter des Todes. Und ich möchte ein bisschen mit diesem Stereotypen zu kämpfen. Und ich finde, dass bei mir ist der Edgar, der Rabe, ist höchst sympathisch, ja, wenn auch so eigensinnig. Und er ist alles andere als süß, ja, als ein süßer Freund, angenehmer Freund. Er ist ein Wächter auch, er warnt ja auch. Ein Wächter, der eigentlich, ja, ich werde das nicht verraten, was weiterkommt. Aber mit dem Nevermore natürlich spielt er auf, also wissen wir, woher er kommt, 200 Jahre alt, Edgar Allan Poe. Ganz direkt. Ja. Sie sind ja ohnehin ein Romantiker. Das ist ein bisschen auch meine Opferung oder mein Hommage an den Schriftsteller, der für mich so sehr viel bedeutet hat, als ich studierte. Ich war damals 18, 19 Jahre alt und wir saßen in unserem Studentenheim in der Nacht und einer von uns in unserem Zimmer, ich habe zusammen mit bildenden Künstlern gewohnt. Ich war der Einzige, der etwas schrieb. Die anderen zeichneten und malten. Und es gab so einen Kult von Edgar Allan Poe. Bei uns, wir hatten so einen dicken Band, seine gesammelte Prosa, alles von ihm. Und einer von uns hat das immer für die anderen laut gelesen. Während die übrigen dann gemalt oder gezeichnet oder geschrieben haben. Ja, nur das, dieser einer von uns war immer ich. Ich konnte nicht malen. Aber ich konnte das vorlesen. Das ist eine Szene wie aus den kubanischen Zigarrenroll-Manufakturen, nicht? Wo dann immer vorgelesen wird, kann sein. Während die anderen weiterarbeiten. Mhm. Oder damit sie auch arbeiten können. Ah, das ist interessant, das wusste ich nicht. Naja, das, sowas. Aber
Man denkt natürlich bei diesen ganzen Spiegelungen, die Sie ja zu Anfang auch erwähnt haben, diese Freundschaft, Gott, Vater, ja. Busenfreund, Teufel. Und das taucht dauernd auf. Es tauchen dauernd Doppelgänger auf oder Spiegelungen, also dieser Subotnik etwa und Josef Brodsky, die ja zusammenkommen und über die Musik. Es gibt ein Theaterstück in der Mitte, das da eingebettet ist, weil es der Biograf, der diese Passage ja erzählt hat, das ist ja nicht Brodsky gewesen, sondern der Biograf, ein Theaterstück um ein Paar namens Theodor und Theophil, in denen sich ganz offenbar Brodsky und der Geheimdienstchef verbergen. Eigentlich sein Schulkamerad. Genau, die waren zusammen auf der Musikschule, weswegen sie auch eine problematische und gefährliche Nähe, eine sentimentale Nähe haben, ja. Jedenfalls vom Geheimdienstchef aus. Aber der Geheimdienstler, der künftige Geheimdienstler, war immer viel schlechter im Klavierspiel. Ja, ist auch ein schlechterer Mensch. Und dann gibt es auch noch einen besten Freund des Kindes, Josef Brodsky, der so ein halbteuflischer Verführer ist zu den Frauen hin. Also der Doppelgänger ist eigentlich wie in der Romantik immer das Böse, das Unheimliche. Und man hat so gleich das Gefühl, das ist für sie eine Erzählstrategie, mit der sie diese Figur aufspalten, damit sie die aufeinanderhetzen können oder wieder auseinanderhetzen können. Denn hier haben sie ja, anders als in den bisherigen Büchern, wo es wirklich ganze Gruppen von Kleinkriminellen, Schlagetods, verrückten Musikern aller Art gibt, haben sie hier ja vor allen Dingen zwei Figuren, also eben Brodsky und eben dann noch irgendjemanden. Ist das eine Erzählstrategie, diesen Doppelgänger immer wieder einzuführen, dieses Gegenüber und dann die beiden? Ich habe schon heute dieses Wort Strategie verwendet. Ja, das fand ich auch sehr schön. Aber das Wort eigentlich hasse ich. Also, nein, ich werde nicht kokettieren. Als ich diesen Prospekt gemacht habe, also ein Jahr, habe ich an diesem Prospekt verbracht und da habe ich das natürlich sehr bewusst angenommen, dass ich so eine Reihe von Duos sozusagen bilde. Also Brodsky und Edgar, Brodsky und Subotnik, Brodsky und Meff. Und besondere Sache natürlich die Geliebten. Ja. Das ist eine, meiner Meinung nach, eine unglaublich interessante Sache, dass Brodsky nie verliebt wurde, bevor er zum ersten Mal, als er schon über 40 war, hat Anita getroffen. Aber die war einfach seine Verehrerin als Musiker. Und, aber diese Verhältnisse sind natürlich für mich sehr interessant. Und das ist wie ständige Refräne in diesem Buch. Ja, okay. Diese Freundschaften. Der Gott oder der Vater bleibt immer der gleiche. Und sein echter Vater, sein wirklicher Vater, ist gestorben, als er noch ein Teenager war, der Brodsky. Und er sagt, das ist natürlich, er macht immer die Anspielungen, diesmal wahrscheinlich an Nietzsche, wenn er sagt, dass sein Gott ist gestorben, ungefähr gleichzeitig mit dem echten Gott. Ja. Und das macht er sehr gerne. Es gibt noch ein Paar, das ist gar nicht so auffällig, aber es gibt dieses Paar, was mich auch gewundert hat. Dieser Brodsky ist ja als Night Talker, das sind kursiv gesetzte Passagen, die im Buch abwechselnd mit normal gesetzten Passagen in Rekte. Der Brodsky erzählt da sehr flüssig. Und dann kommt plötzlich so ein Biograf, der dann den Rest erzählt, das, was normal gesetzt ist. Vom internationalen, interaktiven, biografischen Komitee. Und der forscht diesem Leben, dieses Brodsky nach. Das ist ja auch so ein Erzählpaar. Und man denkt sich, warum müssen Sie denn jetzt noch diesen Biografen einführen? Der Brodsky ist doch fit genug. Der plaudert den ganzen Tag und die ganze Nacht jedenfalls. Ja, meine allererste Idee mit dem Roman war
nur mit dieser einer Erzählungslinie, also von Rotzki, ja, seine Nachtmonologe. Mhm. Und das sollten diese kleineren Kapitel sein. Mhm. Aber ich hatte genug Zeit, um zu verstehen, dass das den Text dann irgendwie zu monoton macht. Mhm. Das konnte eine gute Idee für ein Hörspiel sein. Also ein Monospektakel im Radio, nur mit der gleichen Stimme, die nur diese Linie erzählt. Mhm. Aber dann beschloss ich, dass für einen Roman ich mehr Perspektiven brauche. Und dieser Erzähler ist natürlich eine komische Figur auch, der Mitarbeiter von einem geheimnisvollen Komitee oder Konsortium für die Biografien. Aber der hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Linien irgendwie auch in der Zeit zu verflüchten, mhm, und auch irgendwie seine Sicht auf Rotzkis Heimat zu bringen, weil er ein Ausländer ist. Er kommt aus freier Welt, aus demokratischer Welt. Er ist, glaube ich, ein Europäer, oder ich denke, ein europäischer Staatsbürger, der in diese Diktatur kommt, und dann seine Beobachtungen, die waren für mich auch wirklich ein bisschen ähnlich, was ich schon in 12 Ringe mit österreichischen Fotografen angefangen habe. Ja. Das ist eine merkwürdige Figur, ist ein echter Biograf, der kriecht in sein Objekt wirklich hinein, und ich habe es versucht wiederzufinden, ich habe es nicht gefunden. Jetzt frage ich Sie einfach, ich habe das Gefühl, dass der manchmal so in sein Objekt Josip Rotzki hineinkriegt, dass er dann plötzlich anfängt, mit Ich weiter zu erzählen. Ja, das kam schon während des Schreibens. War für mich wie eine Offenbarung. Ich hatte schon eine bestimmte Krise in einem Punkt. Ich wusste nicht, wie ich weiter das mache. Und dann, dieser Biografist, dieser andere, der wird plötzlich Rotzki. Mhm. Der ist so tief in seinem Leben schon, dass er plötzlich sein Leben lebt. Mhm. Wir haben noch eine zweite Lesung. Und da geht es um den Freund Theophil. Das ist der Geheimdienstchef, der früher auch mit ihm auf der Musikschule war, nicht auf der Gesamtschule. Weswegen er auch ein bisschen sentimental ist, oder vielleicht ist er auch nur gerissen, das weiß man jetzt nicht. Mhm. Ja, also Rotzki wurde von irgendwie in der Hauptstadt war er nicht genug vorsichtig, und er wurde gekidnappt. Ach so. Ja? Ja, soll genau. Ich das lesen? Ja, ja, er ist gefangen genommen worden. Ich denke, das wäre so genau schon eine Antwort, wenn genau ich das lese. Und dann ist er natürlich in großer Gefahr. Und die Geheimdienste arbeiten mit ihm. Sie wollen etwas von ihm. Das ist nicht interessant, ihn einfach zu töten, zu morden. Also sein Schulkamerad Theophil hat andere Pläne. Im Grunde habe ich Glück gehabt. Was die Aussichten zu überleben angeht, ist der Umstand, dass sie mich geschnappt haben, kaum überzubewerten. Nur wenige Wochen vor der ganzen Knochenmühle, bevor alles brannte, sich mit Asche und Wehgeschrei überzog und das Blut
aus den Aorten spritzte. Wäre ich nicht in den Container mitten im Wald geraten, hätten sie andere Pläne mit mir gehabt. Wenn mein Freund Theophil, soll er ruhig Theophil heißen, die Geheimdienstler haben sowieso angenommene Namen, wenn also er, dieser hingebungsvolle Hüter, der mich beschwor und anflehte, nicht mehr auf die Postivka zu gehen, sondern zu verschwinden, abzureisen, verschollen zu sein, hätte er seine Pflicht nicht so akribisch erfüllt, hätte er abgewunken, Schwäche gezeigt, mich versäumt, entwischen lassen. Er aber verhielt sich mustergültig. Klar, dass man ihn danach beförderte in Rang und Stellung. Er agierte auf allen Ebenen meiner Privatheit. Mit der Zeit erreichte er, dass er mich in der Hand hatte. Nicht nur transparent, sondern völlig nackt in einem Topf mit all meinen Geliebten. Ich trug meine eigene Falle in mir. Man schnappte mich und versteckte mich im winterlichen Wald in einem geheimen Lager für, wie sie es nannten, Vips. In einer Box mit Boxern. Und die trainierten die ganze Zeit an mir. Ein kleines Video, versuchte Theophil mich zu überreden. Nicht länger als 3 Minuten. Vielleicht genügen auch 2. Du wiederholst einfach, was der Souffleur sagt. Du zeichnest es auf und bist frei. Du hast deine Finger gerettet, die Milz wächst wieder zusammen, das Leben geht weiter. Die Milz wuchs wirklich wieder zusammen. Die stumpfe Verletzung am Bauch konnte trotz ihrer Stumpfheit geheilt werden. Der Kiefer wurde eingerenkt. Was noch? Angeknackste Rippen, Hämatome, Schürfwunden, die Finger. Sein Versprechen, mir täglich einen Finger zu brechen, trug Theophil meisterhaft vor. Denk nur, sagte er und verdrehte lüstern die Augen, wie weh auch nur ein einzelner gebrochener Finger tut. Ein Schmerz, der dich keinen Moment verlässt. Du kannst auch nicht für einen Moment einschlafen, weil du dein eigenes erbärmliches Wimmern hörst. Und wenn es dann am nächsten Tag 2 gebrochene Finger sind? Kannst du dir den Schmerz verdoppelt vorstellen? Und am 3. Tag verdreifacht? Er schüttelte sich erschrocken bei dieser Vorstellung. Ich will gar nicht bis 10 zählen. Entsetzlich auch nur zu denken an dieses tägliche Anwachsen des Schmerzes um einen gebrochenen Finger. Er schwieg einen Moment und fuhr dann bedauernd fort. Dann, weißt du, dann geht es nicht mehr ums Klavierspiel. Dann geht es um so etwas wie einen Löffel. Ob du irgendwann wieder einen Löffel halten, ihn mit eigener Hand zum Mund führen kannst. Ich fürchte, so ist es. Ich fürchte, du musst dich bis ans Ende deiner Tage von fremden Leuten mit dem Löffel füttern lassen, wenn dir so gute Leute überhaupt begegnen. Ich schwieg. Auch ohne das Fingerbrechen zerbrach alles in mir. Er klopfte mir auf die Schulter und flüsterte mir vertraulich zu, du wirst das Video doch sowieso aufzeichnen. Das steht außer Zweifel. Die Frage ist nur, ob vor oder nach
dem Finger brechen. Mein Rat an dich als befreundeter Pianist: Mach es vorher. 2 Minuten und alles ist vorbei. Du brauchst nicht zu denken, nur nachzusprechen. Also, ich bitte dich, tu es für mich, damit ich dich nicht den Russen übergeben muss. Über seine Wangen kullerten Tränen. Er hatte alle Chancen, ich keine. Aber wissen Sie was? Sie haben Ihr Video nicht gekriegt. Und meine Finger konnte ich auch irgendwie retten. Der Vater hört nie auf, uns zu lieben. Sogar in einer absolut biblischen, undurchdringlichen Schwärze. Sie hören Radio Nacht. Ich bin Josip Rotzki. Meine Uhr zeigt 5 Uhr und 16 Minuten. Es ist Zeit für Starless. Aber nicht von King Crimson, sondern von den Unthanks. Ja, vielen Dank für die Lesung, Juri Andruchowitsch. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt wissen Sie, warum Josef Rotzki Musik auflegen muss und nicht mehr spielt. Wir könnten noch über vieles reden. Er kann spielen, aber der ist so, der hat seine Ansprüche so hoch gestellt zur Qualität seiner Musik, dass er will das nicht mehr. Also besser nicht zu spielen, als seiner Meinung nach schlecht zu spielen. Ja. Und, Okay. Sie haben in der Musik vielleicht auch gehört, es gibt Trauer und Pathos ziemlich stark. Das ist auch im ganzen Buch zu spüren. Nicht erstaunlich bei einem Emigranten, der immerhin doch eine sehr erfreuliche Tat begangen hat an diesem vorletzten Diktator Europas. Wir könnten jetzt noch über einiges sprechen. Es gibt sehr viele Listen in dem Buch. Es gibt Passagen über Robert Weiser, die für mich auch sehr erstaunlich waren. Aber wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe noch eine Musik ausgewählt, die eine besondere Bewandtnis hat. Und diese Musik ist von der polnischen Gruppe Kabido. Mit der hat Juri Andruchowitsch eine eigene Geschichte, mit der arbeitet er schon zusammen seit 2005, hat er mir vorhin gesagt. Also dieser Roman konnte auch ohne diese Zusammenarbeit nicht geschrieben sein. Oh. Ja, natürlich, also das ist die ganze besondere Welt. Ich meine, die Tätigkeit einer musikalischen Band, die Proben, Konzerte, Trinkgelagen nach Konzerten, die Konflikte. Das ist für mich sehr interessant, wie oft die Musiker in einer Band miteinander zerstritten sind und wie oft sie konfliktieren. Also da gibt es natürlich die ständigen Linien von Konflikten, wie zum Beispiel in dem Fall. Also der Tastenspieler, der Klavierspieler ist immer in Konflikt mit Leading Guitar. Mhm.
Also die machen eine Art Konkurrenz, weil die sind eigentlich die Leute, die vor allem Musik komponieren. Aber dann ist noch eine Besonderheit, dass die Klavierspieler überhaupt so irgendwie auch in einer Band bisschen einsam sind. Die sind so bisschen distanziert, wahrscheinlich weil sie die einzigen sind, die musikalische Ausbildung haben. Ja, die sind ein bisschen mehr kulturell als die anderen Mitglieder. Und das alles war für mich sehr interessant. Ich habe das seit 2005 beobachtet, als ich dann schon wirklich nah mit Musikern, nicht nur mit Carbido, aber vor allem mit Carbido gearbeitet habe. Und das hat mir viele Ideen für den Roman gebracht. Ja. Mhm. Okay. Wollen wir das Stück kurz hören und wollen Sie auch noch verraten, wer da singt, oder ist das... Vielleicht am Ende können wir, ja. Oder ist das schon, ja, nein, ist das, schon das Ende? Oder? Fast. Wir sind dann fast am Ende. Sie können noch kurz überlegen, wenn Sie ein oder zwei, drei Fragen haben, die, wir haben ja vieles nicht erwähnt, die hier nicht zum Thema wurden, dann bitte fragen Sie gleich noch nach der Musik von Carbido. Jetzt versuche ich es mal. Also das ist keine originelle Komposition von Carbido und mir, weil wir seit Jahren schon alles zusammen komponieren. Also ich bin ein Teilnehmer von dem Prozess. Ich kann die Noten nicht lesen, aber als wir unsere Proben machen, dann kann ich etwas aussingen, ja, was sie dann entwickeln. Aber das war ein besonderes Projekt. Dieses Lied kommt aus einem Tribut. Das war so, es gab so eine Kultband in meiner Heimatstadt, in Ivano-Frankivsk. Die war absolut anders als Carbido. Die hieß Perkalaba. Die Band Perkalaba hatte große Blechinstrumente-Sektion und spielte so etwas wie Karpaten-Ska, oder so haben sie das genannt. Und es gab, ich glaube, ein Jubiläum von der Band und der Direktor, der so eine legendäre Figur, Oleg Ivanovich, der Manager von Perkalaba, der hat auch uns, Carbido und mich, eingeladen, in diesem Tribut teilzunehmen. Also dieses Wiegenlied, Koliskova dla Perkalaba, so habe ich das genannt, aber das ist ein Wiegenlied, das originell Perkalaba komponiert hat. Mhm. Das kommt aus ihrem Repertoire. Diese Partei von Saxophone ist absolut toll, aber das können Sie dann mit der Hilfe von QR-Code finden und ruhig hören. Unser Tomasz Sikora spielt verschiedene Arten des Saxophons. Er spielt natürlich Tenor, aber er spielt auch Bariton-Sax, was ein unglaubliches Instrument ist. Und das können Sie hören. Mhm.
Okay. Fragen von Ihnen? Ich drohe hier mit dem Mikrofon. Sie müssen nicht unbedingt, aber Sie können doch einfach nur sagen, jetzt möchte ich das Buch kaufen, vielleicht signieren lassen und einen Wein trinken. Ja. Ich weiß nicht, ob die Frage für Sie vielleicht dumm ist, aber wie ist das für Sie, wenn Sie ein Buch in einer fremden Sprache, in diesem, also nicht ganz fremd offenbar, denn ich spreche ja wahnsinnig toll Deutsch, aber wenn Sie ein Buch in einer anderen als Ihrer Muttersprache hier präsentieren? Ja, das ist absolut aufregend und ich denke, das ist hervorragend, die Übersetzungen zu haben, besonders in der Sprache, die du auch ja, verstehst, einigermaßen sprichst und kannst in der Sprache lesen. Das ist wahrscheinlich eine wunderbare Gelegenheit, auch die Übersetzerin zu erwähnen, Sabine Stör, die ihre Arbeit absolut brillant macht. Seit 2003 arbeitet sie auch mit meinen Texten. Sie schickt mir ständig die Teile von der Übersetzung und wir arbeiten zusammen, obwohl, wenn auch distanziert, aber das ist wirklich intensive Zusammenarbeit, wo ich die nächsten 100 Seiten, sagen wir, von ihr bekomme und dann wird der Text schon langsam nicht so fremd mir, weil ich jeden Satz durchgelesen habe und einige Bemerkungen gemacht und manchmal diskutieren wir die Wörter, die einzelnen Wörter auch. Natürlich hat Sabine immer das letzte Wort, weil das eigentlich ihre Muttersprache ist, nicht meine. Aber manchmal kann ich auch etwas besser erklären, was sie nicht ganz gut verstanden hat. Und am Ende des Prozesses lese ich das Buch schon mit so einem frechen vielleicht Gefühl, dass es schon ein bisschen auch mein Text ist. Also es gibt so dieses Wort Autorisierung und ich autorisiere das. Ja. Und ich habe sie immer beneidet, also die Frau Stör, darum, dass sie da, also diesen Witz, den ich ja im Ukrainischen nicht lesen kann, diesen Witz und diese Selbstironie so rüber transportiert. Es gibt ja Übersetzungen, wo man dann denkt, mach, das war aber wirklich eine schwere Geburt. Und das sind Bücher, die sind es sicherlich wert, aber es hat wenig Vergnügen vielleicht gemacht. Das kann ich mir hier überhaupt nicht vorstellen. Es wird Arbeit sein, aber es wird auch dabei sehr viel Freude geben, denke ich mir immer. Ich glaube, ich brauche keine Man unterschätzt das manchmal so ein bisschen. Ja, erstmal, ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann wollte ich wissen, haben Sie schon mal Ihren Präsidenten, Herrn Zelensky, persönlich getroffen? Und wenn ja, hat er sich zu Ihrer Literatur geäußert oder liest er überhaupt? Nein, ich habe den Präsidenten nie getroffen. Einer der Gründe ist, dass sein Vorgänger, der Präsident Poroschenko, ein paar Mal in seinem Facebook geschrieben hat, dass ich sein Freund bin. und das ist für Zelensky natürlich schon jemand, der für ihn fremd ist. Ja, der Freund von seinem Vorgänger ist für ihn nicht so angenehm. Zumindest war das so vor dem Krieg. Ob er die Bücher liest, ich denke,
nicht in die Zeit jetzt. Aber natürlich seine artistische Kultur, seine vorherige Tätigkeit, natürlich bedeutete das, er ein sehr gut gebildeter Mensch ist, der, ich denke schon, die überhaupt die jüdische Tradition, er stammt ja aus einer Familie von ukrainischen Juden, also das ist eine Buchtradition, wo man immer zu Hause viele Bücher hat und natürlich man liest diese Bücher. Und sein Vater ist jetzt ein Emerit, aber war ein Professor an Technischer Universität. Also das bedeutet natürlich, dass der Präsident mit Büchern etwas Gemeinsames hat. Ja, warum nicht? Also wenn ich eine Einladung bekomme, wo ich sehen werde, dass das irgendwie sehr wichtig ist für ihn, so einfach für ein gemeinsames Mittagessen würde ich nicht nach Kiew fahren, um ihn zu treffen. Haben Sie denn nichts gegen die Äußerungen von Viktor Poroschenko tun können? Ist das nicht Rufschädigung? Also nein, das war gerade in dem Moment, wo ich eigentlich sein politischer Anhänger war. Hm. Und ich habe nie irgendwie direkt für ihn bei diesen zweiten Wahlen, wo er verloren hat, ich habe nie irgendwie so direkt für ihn etwas geäußert. Aber ich war sehr scharf gegen Zelensky auch. Mhm. Und Poroschenko hat das so wahrgenommen, dass er jetzt irgendwie seine Freunde um sich sammelt, zumindest auf dem Facebook, und dass das nicht nur Politiker sind. Ja, das sollen die Leute auch die Musiker waren dabei. Die haben schon ihm am meisten geholfen, weil die Musiker immer benutzt werden bei jeder Wahlkampagne. Mhm. Die spielen Konzerte als die Unterstützung für den Kandidaten. Und viele Freunde von mir waren gerade in dieser Poroschenko-Kampagne tätig. Ah, ja. Ja. Einmal hat er auch eine Begrüßung zu meinem Geburtstag geschickt. Also sympathisch. Okay. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Möchte Sie nochmal animieren, wenn Sie Zeit haben, das Buch zu lesen. Haben wir eigentlich einen Büchertisch? Natürlich. Ja, sehr schön. Also dann, wenn Sie wollen, können Sie es auch kaufen. Das können Sie auch signieren lassen. Ich danke Ihnen, Juri Andruchowitsch. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie hierher gekommen sind und dass Sie gelesen haben und unterhalten haben. Ja.